Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt, die Elder Scrolls 5 Skyrim. Herzlich willkommen dazu. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein richtig gutes Spiel. Rollenspiel halt. Wir machen ein wenig dann die Welt dort unsicher. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los, damit wir auch direkt einen Einstieg haben, um was es eigentlich jetzt genau geht und so weiter und so fort. Ich weiß, die Welt ist riesig, es wird einiges zu entdecken geben, einiges mehr als sonst. Dementsprechend glaube ich, das wird ein richtig gutes Projekt, es wird ein großes Projekt und vor allen Dingen wird das für die Leute, die jetzt wirklich einen richtig guten Abenteuer drin haben, einfach nur ein Augenschmaus werden. Deswegen, Leute, lasst uns direkt loslegen. Deswegen hier auf neuer Spielstand. Ich habe es natürlich schon mal angetestet, aber ich weiß natürlich nicht viel von dem Spiel. Für mich ist es komplett neu, für mich ist es blind. Und deswegen, Leute, lasst uns mal loslegen. Ich bin gespannt. Auf geht's. Ja, und die Schriftrollen erzählten von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruder Zwist zum Kriege führt. Ja, und so weiter und so fort. Bethesda Game Studios presents ja, wir sind hier auf dem Karren. Die Elder Scrolls 5 Skyrim. Okay, offenbar sitzen wir auf dem Wagen. Ich weiß jetzt nicht genau, sind wir gefesselt? So wie das aussieht, schon. Wir werden hier eskortiert, irgendwo hingebracht. Vor uns ist auch noch ein Wagen. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ja, hi. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja, klar. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmwindel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Okay. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Ja. Mit denen nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Horigstadt. Ich komme aus Horigstadt. General Tullius. Der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Der Scharfrichter? Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Okay. Also offenbar... Warum halten wir an? Sollen wir hingerichtet werden? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb.
Ja, tatsächlich sollen wir hingerichtet werden, Leute. Okay. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Ah, okay, das ist er. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht vor. Ja, ne, ist klar. Abhauen ist natürlich auch eine gute Lösung. Will sonst noch jemand fliehen? Ne, lass mal. Wartet. Ihr da, tretet vor. Ne, klar. Wer seid ihr? Jo, okay. Jetzt können wir uns erst einmal hier ein bisschen umschauen. Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt so viel Zeit in die Charaktererstellung investieren. Allerdings ist das natürlich notwendig, das ist mal klar. Ein Kaiserlicher. Kaiserlicher klingt interessant. Die Einwohner von Syrodiil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraft Stimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Okay. Vor allem möchte ich auch hier einen menschlichen Charakter spielen. Die Bürger von Himmelsrand sind große blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälte, Unempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit einem Kampfschrei schlagen sie ihre Gegner in die Furcht. Okay, das klingt sehr, sehr interessant. Also Kaiserliche hätten wir noch. Ja, Hochelfen sind dann wieder... Botnässlich in meinen Augen. Konia, Bretone. Bretone wäre vielleicht noch was. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Marquis. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Okay, Leute, ich denke mal, ich will einen Geisterlichen spielen. Und mache das auch gleich. Ja, genau. Rasse haben wir. Körper, denke ich mal, können wir so lassen. Kopf kann man auch so lassen. Warum auch nicht? Es spielt ja keine großartige Rolle, ne? So, das hätten wir zumindest mal. Ja, und? Beenden und dem Charakter einen Namen geben. Ja, na klar. Und zwar soll unser Charakter natürlich Draco Art heißen. Denn das ist ja auch mein Name quasi. Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Na klasse. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Syrodiil zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Na gut. Wenn es denn unbedingt sein muss, aber ich hoffe mal, dass jetzt noch irgendwas kommen wird, dass wir eben nicht hingerichtet werden. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Okay. Wo kommt das jetzt her? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Okay, der Erste, der hingerichtet wird. Den ganzen Morgenzeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh Mann, der arme Kerle. So, aber Leute, so war das immer früher im Mittelalter. Denn ich denke mal, das hier ist auch das Setting dazu. Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war.
Rebell aus Cyrodiil. Ihr seid dran. Ein Rebell? Ich bin doch gar kein Rebell. Ja, was da ist das? Wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ja, ja, ist ja gut. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Okay, wir haben keine andere Wahl, ne? Also wenn jetzt nicht noch irgendein Wunder geschieht, dann sind wir platt, tot, kopflos. Oh. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Unser Wunder? Unser Wunder! Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Ja, na klar, ich will ja aufstehen. Ja, wo müssen wir denn hin? Kumpel, sag mal, wo müssen wir denn lang? Ja, okay. Was ist das für ein Ding? Können die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Okay. Wir müssen los. Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Also zumindest mal lebt der Großkönig, so wie ich das gehört habe, jetzt trotzdem weiter. Irgendwie der Rechtmäßige, wenn ich das von dem einen Typ dann richtig... Wow. Okay, das hätte jetzt ein wenig brenzlig werden können, im wahrsten Sinne des Wortes. Müssen wir jetzt... Das Gasthaus auf der anderen Seite? Ja. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Okay. Okay. Zack. Ich muss mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Vor allem, ja gut, okay, das wird jetzt noch Tutorial sein und ich weiß auch gar nicht, was ich hier mitnehmen sollte. Armin, ihr müsst hierher kommen, so schnell ihr könnt. Ja, zack. Abfall, Junge, das macht ihr sehr gut. Okay. Noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Also der Drache, der erscheint nicht gerade freundlich zu sein. Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten. Gut, wir folgen dir mal, Kumpel. Bleibt nah bei der Wand. Seht euch dieses mächtige Vieh an. Das ist ein Drache. Ein Drache, das finde ich ja schon mal genial. Ich meine, dass es hier Drachen geben wird, das konnte ich mir schon von vorne reindenken und ich habe es auch schon... was war das? Okay, was war das? Das ist nicht schon unbedingt gerade so das, was ich jetzt sehen wollte. Keine Ahnung, was das war, Leute, ich weiß es nicht. Ja, ihr zaubert hier immer noch gegen den Drachen. Aus dem Weg! Ja, die Leute. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Was braucht ihr schön? Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sofengarde. Mit mir, Gefangener. Gehen wir. Okay. Auf in die Festung. Das heißt, der Drache war tatsächlich unser Wunder. Er hat uns gerettet und das ist ja eigentlich eine richtig gute Sache. Eigentlich auch nur deshalb, weil ich ja gar keine Ahnung habe, wie sollen wir jetzt bitte hier rauskommen? Die einzigen Überlebenden. Weil der Drache ist ja noch da draußen. Ist ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fessel nicht lösen kann. Ja, dann löst mal. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Ja, schaut doch mal. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen um. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Ja, ist ja in Ordnung. Dann besorgen wir uns erstmal die Ausrüstung. Okay, so können wir dann suchen. Ich denke mal, fürs Erste ist das auch alles in Ordnung. So, wie kommen wir hier? Ja. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwimmt. Ja, ich muss das alles jetzt erst noch lernen, ne, Leute? Also nicht, dass ihr euch jetzt anfangs wundert oder darüber beschwert, dass ich das so ein bisschen länger braucht. So Fußlappen, die haben wir gerade an, nehme ich mal an.
Kaiserliche leichte Rüstung, ja natürlich, die werden wir anziehen. Und auch die kaiserlichen leichten Stiefel. Waffen, ein Eisenschwert. Und ein Schlüssel. Schlüssel zur Festung Helkin, okay. Ja, kannst du diesen Gegenstand nicht ausrüsten, logisch. Das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ah. Das Ding ist immer noch da draußen. Okay, kann ich denn jetzt sonst noch andere Sachen mitnehmen? Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt... Gut, Wein nehme ich jetzt vielleicht mal mit. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier irgendwas davon gebrauchen können, Leute. Ich weiß es nicht. Hinsetzen, Stuhl. Gold kann man ja eigentlich mitnehmen. Das sollte ja nicht so... Lesen, Mischtaktiken. Ja, Kumpel, ich komme gleich, ne? So, vermischte Einheitentaktiken im fünfjährigen Krieg Band 1 von Godus Kalonus. Unsere Legionen könnten viel von den unkonventionellen Taktiken der Khajiit im fünfjährigen Krieg gegen Wallenwald lernen. Ich war in der Legionsfestung Sphinx Falter an der Grenze nahe der Stadt Dünen stationiert und wurde Zeuge vieler Auseinandersetzungen im Norden. Der Krieg begann mit dem sogenannten Gemetzel von Dorval. Die Khajiit behaupten, dass die Bosmer ohne Provokation in die Stadt einfielen und Tausende von Einwohnern töteten, bevor sie von Verstärkungstruppen eines nahen Dschungelstammes wieder vertrieben wurden. Die Bosmer behaupten, dass der Angriff eine Vergeltung für die Taten von Khajiit-Banditen war, die mit Holz beladene Karawanen auf dem Weg nach Wallenwald attackiert hatten. Im Frühling 396 kam der Krieg näher an die Festung Sphinxfalter heran. Ich war als Wache eingeteilt und sah Teile der Auseinandersetzung. Später brach ich sowohl mit Khajiit als auch mit Bosmern, die in der Schlacht gekämpft hatten. Diese Schlacht kann als ausgezeichnetes Beispiel dafür dienen, wie die Khajiit eine Mixtur aus Boden- und Baumeinheiten nutzten, um den Krieg zu gewinnen. Die Khajiit begannen den Kampf auf ungewöhnliche Art. Sie schickten Gruppen von Holzfällern, der Chatai, Rat und Sencherat, auch Kampfkatzen genannt, in die Außenbezirke der Wälder von Wallenwald. Als die Bosmer erfuhren, dass Bäume gefällt wurden, angeblich ein Verbrechen in der seltsamen bosmerischen Religion, wurde eine Einheit Bogenschützen von größeren Konflikten im Süden abgezogen und in den Norden geschickt. Somit wurden die Bosmer dazu gezwungen, ihre Streitkräfte in kleinere Gruppen aufzuteilen. Die bosmerischen Bogenschützen bezogen in den verbleibenden Bäumen Position, deren Zweige nach der Rodung 5 oder mehr Meter auseinander lagen und deshalb Licht auf den Waldboden durchließen. Die Bosmer verbogen mit Hilfe von Maki die verbleibenden Bäume zu Festungsanlagen, aus denen sie ihre Pfeile abschießen konnten. Als die Holzfäller am nächsten Morgen erschienen, fiel ein halbes Dutzend Khajiit dem ersten Pfeilhagel der Bosmer zum Opfer. Danach nahmen die Khajiit große Holzschilde von den Rücken der Sencherat und hatten so einen Schutz vor den Pfeilen. Die Khajiit, sogar die gewaltigen Sencherat, konnten sich zwischen diesen Schutzschilden und den größeren Bäumen verstecken. Als offensichtlich wurde, dass die Khajiit ihren Schutz nicht verlassen würden, entschlossen sich einige Bosmer von den Bäumen herabzusteigen und die Khajiit in direkte Kämpfe Schwert gegen Kralle zu zwingen. Als die Bosmer die Deckung der Khajiit fast erreicht hatten, begann einer der Khajiit auf einem einheimischen Instrument aus Metallstangen zu spielen. Dies war eine Art Signal, auf das hin eine kleine Gruppe der menschenähnlichen Omes und Omesrat aus verdeckten Löchern im Waldboden auftauchten. Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gelang ihnen ein Überraschungsangriff von hinten, mit dem sie den Boden schnell für sich gewinnen konnten. Die bosmerischen Bogenschützen in den Bäumen hätten das Gefecht immer noch gewinnen können, hätten sie nicht eigene Probleme gehabt. Eine Gruppe von Daki und Dakirat, zwei der weniger weit verbreiteten Khajiit-Arten, die in den Bäumen des Tenma-Waldes leben, sprang unter einem magischen Schutz der Stille von Baum zu Baum. Sie bezogen Stellung in den höheren Zweigen, die das Gewicht der Bosmer nicht hätten tragen können. Als das Signal kam, nutzten sie ihre Krallen und entweder Fackeln oder Feuerzauber. Die Berichte der beiden Überlebenden, mit denen ich sprach, unterscheiden sich hier. Um die Bogenschützen während des Bodenkampfes zu irritieren. Einige wenige Bogenschützen konnten fliehen, doch die meisten wurden getötet. Offensichtlich haben die Dagi und die Dagirat mehr magische Fähigkeiten, sich geräuschlos zu verstecken, als gemeinhin bekannt ist. Seltsamerweise erzählte mir einer der überlebenden Bosmer, dass er einige kleinere, gewöhnliche Katzen unter dem Dagi sah, von denen er behauptete, dass sie als Alfig bekannt und die wahren Zauberkundigen seien.
Allerdings sind die Bosma fast so unzuverlässige Quellen wie die Khajiit und ich kann nicht glauben, dass gewöhnliche Hauskatzen Zauber anwenden. Bei Darkest Ende hatten die Khajiit vielleicht ein Dutzend Kämpfer aus einer nur etwa 4 Dutzend Mann starken Streitmacht verloren. Die Bosma dagegen beinahe eine ganze Kompanie von Bogenschützen. Die Überlebenden des Angriffs konnten nicht rechtzeitig zur Berichterstattung zurückkehren. Und so traf eine zweite Gruppe von Bogenschützen ein und wiederholte die schon einmal fehlgeschlagene Strategie mit ähnlich fatalen Ergebnissen. Schließlich, jetzt habe ich den Faden verloren, Leute. Ach, da unten, okay. Schließlich wurde eine weitaus größere Streitmacht geschickt, sodass Bosma die Schlacht mit Hilfe der Tiere von Wallenwald doch noch gewinnen konnten. Dieses dritte Gefecht und die Antwort der Khajiit darauf werde ich im nächsten Band dieser Reihe besprechen. Okay, Leute, interessant. Das nehmen wir natürlich mit. Also, ich werde das jetzt immer so vorlesen, wenn da irgendwie sowas ist, weil ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist so ein bisschen Hintergrundstory. Und vor allem für mich interessant, weil ich weiß ja nicht, was es alles so hier an Story auf sich hat. Ne? Also, sollte es natürlich so sein, dass es vielleicht hier dann noch den einen oder anderen Trick dann gibt oder... Ja, also, ihr könnt mich dann gerne auf verschiedene Dinge hinweisen. Das ist nicht das Thema. Könnt ihr gerne jederzeit machen. So, geisterlicher leichter Helm. Wir haben natürlich noch keinen Helm auf. Was haben wir denn alles? Bekleidung, Waffen, den Wein. Ja, Wein, was macht er eigentlich? Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang, 30% langsamer. Okay. Und hier genau das Gleiche. Bücher, natürlich das und Schlüssel. Ja gut, okay. Also mehr wird hier auch nicht sein, denke ich mal. Ja, schlafen werden wir hier in so einem Bett wahrscheinlich auch nicht können. Also ich weiß gar nicht, gibt es die Funktion hier drin zu schlafen? Es wäre auf jeden Fall interessant, wenn es so wäre. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Der ist das auch so ist. Okay, das ist leer. Da draußen tobt immer noch der Drache. Und ich glaube, eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn wir hier mal weitergehen. Nicht, dass der Drache doch noch auf die Idee kommt, das ganze Ding hier kaputt zu machen. Okay, Eisenschwerte haben wir jetzt 2 von. Und ich sehe schon, auf die Traglast werde ich auch noch achten müssen später. Interessant. Sehr, sehr interessant. Aber gut, Leute. Bevor wir hier weitergehen, oder? Ne, kommt. Wir gehen mal noch ein Stückchen weiter. Macht euch bereit für den Kampf. Ja, natürlich. Habt ihr das gehört? Okay. Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Okay. Ist das Leben kriegt ihr uns nicht. Wow. Ja, Kumpel, ist in Ordnung. Genug. Mit den besten Grüßen an Ulfric. So, Kumpel, du bist schon mal... Und die junge Dame hier. Okay. So, dann nehmen wir mal das... Ich glaube, wir nehmen einfach mal alles mit hier von der guten Dame. Oh. Okay. Das ist natürlich... Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Ne? Man sieht hier direkt die Auswirkungen, wenn man denen was wegnimmt. Okay. Das ist natürlich jetzt mal gucken, ob man davon was gebrauchen kann überhaupt. Waffen, ja, Eisenstreitaxt. Die macht natürlich mehr Schaden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die wesentlich langsamer ist, oder? Linke und rechte Hand, also ein Zweihänder. Sehe ich das richtig? Ich hoffe mal ja. So. Ansonsten bringt uns der Rest ja auch gar nichts. Okay, ich schlage mal zu. Ja, natürlich. Ist natürlich wesentlich. Okay, die Ansicht ein bisschen dann lustig aus. Deine Ausdauer ist niedrig, dadurch kannst du nicht mehr sprinten und noch keine mächtigen Angriffe durchführen. Trinke einen Trank oder warte, bis deine Ausdauer wiederhergestellt ist. Ja, okay, ne? Da rechts unten, ja, es blinkt auf. Kommt hier entlang. Aber ich glaube, ich will mal lieber das Schwert weiter benutzen. Ja, ich glaube, das ist so die Waffe, die ich benutzen werde. Aber gut, Leute, das soll es für diesen Part gewesen sein. Ne, ich denke mal, als Einstieg reicht das auch vollkommen aus. Ich meine,
hallo, wir sind als irgendwie gefangen genommen worden, keine Ahnung, das haben wir natürlich nicht mitbekommen. Und letzten Endes hat uns ein Drache gerettet, ein Drache, ein aggressiver Drache, der unsere Gegner dann angegriffen hat. Wir konnten somit fliehen in dem ganzen Tumult, den der Drache veranstaltet hat. Und wir sind jetzt quasi hier auf der Flucht, ne? Deswegen, ich hoffe mal, euch wird die Story auch so interessieren wie mich, ja. Und ich wäre froh, Kumpel, wenn du mal da ruhig bist, da vorne, Harvard oder wie du heißt. Ja, wenn es euch gefallen hat, ne, dann lasst ruhig ein Like da, ne, ein Däumchen nach oben, ihr wisst Bescheid. Teilt den Link zum Video fleißig und schreibt mir doch mal ruhig in die Kommentare, was ihr davon haltet, ne, von diesem Projekt. Vielleicht auch, wie ich mich so anstelle, das würde mich doch ganz freuen, so ein bisschen Kritik. Das tut immer gut, daran kann man lernen, ne, und sich weiterentwickeln. Okay, Leute. Ansonsten, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ein Abo. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Let's Play Skyrim. Bis dann, Leute. Tschüss. Gehen wir weiter.